Heute werden die vier Fußballmanager ihre beste Champions League 11 dieser Saison auswählen und mit der Mannschaft in einem FIFA-Turnier gegeneinander spielen. Erster Schritt ist der Draft, in dem jeder Manager 15 Fußballer aus dem Champions League Achtelfinale auswählt. Nachdem sie alle ihre Spieler gewählt haben, geht es in eine EAFC 24 Liga-Simulation, um zu schauen, wer das beste und wer das schlechteste Team ist. Im letzten Schritt spielt dann im Halbfinale der erste der Simulation gegen den vierten und der zweite gegen den dritten. Und dann sehen wir, wer der echte Fußballexperte ist. OS, dein erster Pick. Kylian Mbappé. War klar. Klar. War klar! Ich nehme, Erling Haaland. Das war klar. Erling Haaland? Dann brauchst du aber noch Passgeber für den netten Erling. Er taucht deine. Ey! Ich. Wow! Ey, ist doch Alter, klar, Bruder, Digga! Aber trotzdem, Bruder, kann untergehen bei so vielen Spielern. Ich bin ehrlich, ich mache es anders und achte drauf, dass ich auf jeden Fall einen guten Sechser habe, weil es gibt nicht so viele gute Sechser. Ich nehme Rodri. Das hatte ich nämlich auch überlegt. Ich wollte erst Rodri nehmen, aber dann dachte ich mir, weißt du was? Rodri ist raus und jetzt hat Cenk Balljunge die zwei Picks. Die Doppelpicks. Okay, guck mal, was ist immer der größte Cheat bei FIFA? Der Torwart. Deswegen nehmen wir mal Donnarumma. Bruder, was juckt mich? Okay, schön. Okay, wild. Hätte ich nicht erwartet. Aber dein zweiter Pick ist? Vini Junior. Was hab ich nicht gecheckt? Was hab ich nicht gecheckt? Bruder, gib einfach keine Tipps. Gib einfach keine Tipps. Ja, ist gut. Du hast ja recht. Vinicius zocken auch noch. Ja, Vinicius ist krank. Und das ist Torwart-Cheat. Was soll ich denn nicht gecheckt haben? Nein, nicht wegen Torwart. Also ich darf jetzt wieder. Bruder, ich nehme auf jeden Fall mit Herz Kevin De Bruyne. Ich nehme Thibaut Courtois. Stark. Ja, freuen Sie den jetzt auch, weil er direkt Torwart kommt? An sich hat er recht. Wen hat er zum Tor? Donnarumma. Wie viel hat der? Ja. 87, glaube ich. War voll schlecht. Ja, Bruder, der ist aber trotzdem gottlos im FIFA. Ja, aber hey, es geht doch um. Ja, doch. Ich weiß schon, wovon ich rede. Ich bin FIFA-Junkie. Ich bin diese Statistiken messen jetzt. Jetzt, warte, ich hol euch alle. Ich hol euch. Bleibt auf dem Boden. Genau, Nummer 1, Jude Bellingham. Nummer 2, Victor Osimhen. Victor Osimhen vorne drin. Dann nehme ich, Valverde. Du hast mir den gerade so weggenommen. Valverde ist ein guter Call. Leute, das Ding ist, ich will ja nicht nur City-Leute nehmen, aber dann nehme ich Bernardo Silva. Okay. Mal, diese Pässe, Bruder, die müssen. Ist Kane schon weg? Nee. Okay, nee, dann nehme ich Harry Kane. Top. Diese zweimal hintereinander. Ja, yes. Das ist so Jackpot. Das ist sogar besser als erster Pick. Wir in der Bibliothek jetzt hier. Nehme ich Drake Sunny hinterher. Ich kann mich nicht entscheiden, aber ich glaube, ich gehe hier mit Griezmann. Dembélé. Ah, Mann. Usman. Usman. Gerade picken. Oder links, rechts, ein Hand, zwei Hand. Ja, da hat recht. Shit, das war mein Fehler. Digga, ich wollte ihn gerade picken, Digga. Mit links drauf, du weißt nicht, weißt du, was ich meine? Nehmen wir auf jeden Fall erstmal Tchouaméni. West direkt mit dem zweiten Pick hinterher. Mo Salah. Aha, Liverpool spielt ja Europa League. Das hat mir so wehgetan, ne? Sonst hätte ich direkt Salah sogar erst pick. Nee, ich nehme Saka. Joshua Kimmich auf der 6. 88, was denn? Ich nehme Kamavinga. Kamavinga. Den kannst du auf LV, ZDM, du kannst den alles Tor machen. Spielen. Variabel. Jetzt bin ich gespannt. Wer ist der Sechser, den Balljunge nimmt? Ich nehme Declan Rice. Habe ich einen Sechser. Und jetzt habe ich direkt nochmal. Sein Mittelfeldpartner soll Frankie de Jong sein. Dann nehme ich Martinelli. Luka Modric. A.K.A. alter Opa, A.K.A. Drittbester Vino, A.K.A. mit dem besser als Xavi. Mit dem Alter besser werden. Ich nehme einmal Barella. Das darf nicht da sein. Der nächste Pick? Hakimi. Schraff. Ruben Dias ist noch da, oder? Ruben Dias ist da. Ich frage mich die ganze Zeit schon. Ja, ich wollte. Innenverteidiger gibt es ja mehr als Außenverteidiger. Innenverteidiger gibt es wie Sand am Meer. Ja. Aber mit 89? Ja, weiß ich nicht. Ja, auch. Na, schwer. Ja, warte gleich. Ja, dann zeig mal. Dann nehme ich auf jeden Fall Araujo. Araujo. Stark, aber 86. Verstehst du, was ich meine? Deine Werte in FIFA sind wichtig und Araujo ist ein Biest. Ich nehme Musiala und dann nehme ich noch. Jetzt bin ich gespannt. Joao Cancelo. Ich nehme Martinez. Oder? Dann nehme ich Marquinhos. Ist auch noch nicht, oder? Marquinhos, darauf warte ich. Stark, der war stark. Der war sehr stark. Normal. Du hast zwei IVs. Du hast eine Top-Innenverteidigung. Ja. Ich nehme. Boah, ich habe einen Baba-Typ. Wenn du den nimmst, du hast, ne, ich fahre nach Hause. Tamam. Also Tamam. Ich nehme jetzt zwei Innenverteidiger: Saliba und Alaba. Ja, ich nehme Alfonso Davies. Ich nehme meinen zweiten Innenverteidiger, Rüdiger. Ich nehme einmal De Ligt und Kai Walker. Ach, du kannst De Ligt nicht nehmen. Du hast drei von beiden. Okay, warte. Ja, warte, ich bin dir dann trotzdem. Ja.
Bruder, Innenverteidigung, hier sind doch so viele, Alter. Warte, wen nehme ich denn? Aber nicht mit 89. Bruder, gegen euch brauche ich nicht 89. Weißt du, was ich meine? Weißt du was? Ich wegen diesem Front, ich lasse ein bisschen würzig. Ich stimme einfach mal 84er Niklas Süle, reicht für die. Okay. Aber warum aber nicht Hummels? Okay. Der ist ein bisschen too langsam. Der rennt rückwärts. Okay, dann ich gehe hier Rodrigo. Daniel, das ist dein letzter Real Madrid Pick. Fitti, du bist dran. Nehme ich einmal für links außen Kvaratskhelia. Wes, du bist dran. Pass auf, du darfst keinen mehr von Real nehmen. Hatte ich eh nicht vor. Ich nehme Denzel Dumfries. Ich brauche noch einen Torwart jetzt, das war's. Neuer. Zu Wes. Ich wollte gerade sagen, Bruder, ich du bist cool, halt langsam. Ich nehme Torwart Testegen. Dann nehme ich Bastoni von Inter. Bei mir ist jetzt nur noch Vibe, Memphis Depay. Guck mal, ich muss ehrlich sagen, da ich noch keinen Rechtsverteidiger habe, aber auch so einen stabilen Spieler in FIFA brauche, Lorente. Hakan Çalhanoğlu. Oh. Der ist stark, Das passt. Oh. Immer, das ist sehr stark. Ich nehme Phil Foden. Zweiter Bankspieler. Doku. Ich nehme Kolo Muani. Well, dann gehe ich hier wieder mit Openda für die Bank. Ist Lewandowski weg? Nein. Bruder, Lewandowski ist einfach 90, ne? Ich nehme Lewandowski und ich nehme. Komm, scheiß drauf, Jack Grealish. Dann klaue ich den mal. Ich nehme Coman. Ah, sick the line. Serge Gnabry. Wes, it's your turn. Guck mal, ich mach diese Prince-Taktik jetzt. Er hat mir doch beigebracht. Ich brauche einen schnellen von der Bank. Rafinha. Und. Pedri. Daniel Malen. Verlor Mondi. Danke. Bei Junge mit den letzten beiden Picks. Koke von Atletico und Nuno Mendes von Paris. Auch cool. Oh, stark. Auch cool. Nuno Mendes, das ist sehr smart. Dann nehme ich Adem. Fittis letzter Pick. Ich nehme Lucas Hernandez. Lucas Hernandez. Ich nehme Bakayoko. So, die Teams sind durch. Wir gehen rüber zum Simulieren. Jungs haben im Champions League Draft ihre Teams ausgewählt. Wes hat Logo Arsenal genommen. Daniel hat Neapel genommen. Du hast Wasser genommen, wen sonst? Und Jack the Legend hat Inter Mailand. Wir simulieren das jetzt einmal durch, gucken uns Spieltag für Spieltag an, wer gewinnt. Und gehen dann in das Turnier, in dem der Erste gegen den Vierten spielt und der Zweite gegen den Dritten. Spieltag Nummer 1, Jungs. Arsenal, Neapel und Inter, Barca. Guck mal diese Mannschaft. Ja, der klatscht mich doch jetzt weg, Digga. Schnellste Aktion. Ja, wo du gewinnst. Erster, was denn? So, Barca, Arsenal. Arsenal 1-1, Barca ist auf Lock. Auf Lock. Auf Lock. 2-1 auch noch. Auf entspannt. Chile. 0-0. Barca, Neapel 0-0. Tabelle nach dem zweiten Spieltag. Barca 1, Inter hat gewonnen. Genk stark. Spieltag 3, Arsenal. 3-2 gegen Inter Mailand. Sieg. Schon einfach letzter, Digga. Guck mal, ich hab zwei Niederlagen. Aber das ist wieder so. Das ist wieder was. Auf Lock. Auf Lock. 3 Tore geschossen, erster Platz. Wir wollen auf entspannt. Gegen Arsenal. De Bruyne's Tor wurde sogar aberkannt. Barcelona, Arsenal, Neapel. Auf Lock, Digga. 1-0 wieder gewonnen gegen Inter Mailand, Digga. Worüber beschweren wir. Inter, Bruder! Erster Sieg. Gucken wir uns Tabelle ganz zweiter jetzt, ganz schnell. 10, 7, 6, 5. So, mal gucken, wer der billigste heute wird. Barcelona kann noch von Neapel eingeholt werden. Ja, letztes Spiel jetzt, ne? Letztes Spiel. Boah, Inter Mailand kann maximal zweiter werden. Wir drücken die Daumen. Kann alles passieren. Wir drücken die Daumen. Arsenal. Spieltag 1. Arsenal gegen Barcelona wird simuliert. Zweiter sein. Der ganze Spieltag. Auswärts, Bruder, schwer auch. Arsenal gewinnt gegen Barcelona. Punkte liegen jetzt lassen. Bin ich hab ich gewonnen? Neapel gewonnen hat. Bin ich Erster? Na. Okay. Wow. Und 0-0. Nee, ich spiele 0-0. So, ich spiele gegen Cenk. Es wurde ausgelost. Barcelona spielt gegen Inter Mailand. Das heißt, Pitti gegen Cenk als Erstes und danach Arsenal gegen Neapel. Daniel West gegen Daniel West. Pitti. Finde ich cool. Finde ich cool. Das für jeden eine Umstellung. Ich ändere gleich straight. Was suchst du dir? Digga, ich hab keinen Bock auf sowas, Mann! Diese Defensiv-Kacke da, Mann! 1-0, Cenk! Bruder, 3 Minuten! Ich komm nicht klar, ich komm nicht gut! Nein! Locker sagst du. Oh mein Gott! Oh! Aber das ist jetzt halt auch ganz. Bruder, wir haben Zuschauer, ja? Ein bisschen was für Augen, ein bisschen für Galerie. We'll be right back.
mein Gott! Oh mein Gott! Warte, Halbfinale Nummer 2, West gegen Daniel, Arsenal, Napoli. Wir haben eben Off-Camp schon gespielt, wird eine knappe Sache, glaube ich, Was ist das denn? Der macht einen Schuss und geht rein. Was? Er macht ein. Ganz klar und locker. Lautaro. KDB. Was ist das für ein Lüpfer? Baustelle. 90. Minute, noch eine Minute Nachspielzeit. West, ich hab gedacht, du willst Tor schießen, aber... Was ist los mit deinem Mbappé, West? Ey, West, du hast einfach Dings, Digga, Mbappé gehabt. Mit Außenriss! Ey, Daniel hier. Mit Außenriss! Wo ist dein Mbappé? Kevin De Bruyne? Goat. Warum sieht das aus wie Al-Nassr-Trick? So, Finale! Das letzte Video des Tages! Bayern gegen Daniel! Beide sind gut. Der eine verteidigt richtig aggressiv und Daniel ist der König in. Ach, gib mir Liverpool, ich nehme aus. Acht Mann in der Mauer. Oder ich hätte dir gerne Liverpool gegeben, wenn die wüssten, was Champions League ist. Oh, 1-0. Ja, das ist so. Ey, der Blitz! Ich schwöre, der hat weggewählt. Was ist das, weil du einen Drei-Top-Drücken dann musst du alles bieten. Ja. Die sind auf Kevin De Bruyne entspannt, Digga. Oh mein Gott, was für ein schöner Treffer. Treffer. Schwachen Fuß. Ich hab auch mein Gott, diese auf gefährlich immer Druck machen. 2-2, Bruder, so schnell, oder was?
Wenn der Ball jetzt nicht angekommen wäre, ich wäre so sauer. Man darf in FIFA nicht sauer werden, weil man dann so... Ja. Ja, Wahl. Ich guck einfach nicht, ich mach 13 so Luft. Walla, keiner juckt, keiner juckt es. Keiner juckt es. Guck ihn, gib mal. Gib ihn. Boom. Oh, Leute. Lorente. Direkt, direkt. Oh, Lorente. Aber nicht direkt, sondern mit... Oh, er hat Hattest du gelb schon, Jake? Ja. Er hat einfach für diese Pille... Er hat glatt rot gegeben. Für nix. Boah. Boah, ey Jungs. 3-2. Eine Minute Nachspielzeit. 3-2. Rote Karte. Ja, natürlich kriegt er den. Oder Jake rutscht den Kuchen. Ja, yeah, der Siegpokal! Der Siegpokal! Krass, ja. So. Freunde. Das war's mit dem Video. Ihr seht uns nächste Woche. Folgt uns auf deren Kanälen, wie auch immer und wie immer sonst. Alles klar, haut rein, ciao.